Guten Morgen zum dritten Tag auf dem Fulda Radweg, meinem letzten Tag. Also Ziel für heute ist Hannover-Schmünden. Eigentlich geht, oder offiziell geht der Fulda Radweg noch ein Stück an der Weser weiter bis Bad Karlshafen. Warum, weiß ich nicht. Aber da ich ja vorhabe, nächstes Jahr die Weser zu fahren, spare ich mir dann dieses Jahr das Stück, weil dann starte ich eh wieder in Hannover-Schmünden. Irgendwas schlägt oder schleift bei mir am Vorderrad. Ja, schon eigenartig. Gestern, als ich am Campingplatz ankam, war noch nichts. Sonderbar. Muss gleich nochmal gucken. Hab gerade schon mal angehalten, aber konnte nichts sehen. Muss gleich mal, wenn ein vernünftiges Blitzchen kommt, nochmal in Ruhe gucken. Ja, da hinten stand gerade ein Schild, Kassel Innenstadt 5 Kilometer. Ich hoffe mal, wir müssen da nicht durch. Wer hat denn da seine Spitzhacke vergessen? Habe erst gedacht, das wäre ein Anker. So, aus Kassel wäre ich jetzt raus. Okay, ich komme noch ein paar Vororte. Hannover-Schmünden, 26 Kilometer stand da gerade. Ja, es hat sich ganz schön zugezogen. Also ist teilweise ganz schön frisch. Ich bin jetzt so circa 18 Kilometer vor der Mündung. Und hier ist die Fulda schon ganz schön breit. Ich weiß nicht, ob die hier künstlich gestaut wird. Dass hier ein Stausee kommt. Schauen wir mal. Aha, das Rätselslösung. Hier ist ein Wehr. Aber auch unterhalb ist die Fulda schon ganz schön breit. Eigentlich komme ich schon wieder viel zu gut vorwärts. Habe aber auch keine Lust, jetzt stehen zu bleiben, weil dafür ist es zu frisch. Da müsste ich noch eine Jacke rauskramen. Hier kommt das nächste Wehr. Mit Schleuse. Noch 7 Kilometer. Dann bin ich da. Denk mal, wenn es geht, werde ich auch schon direkt einchecken. Dann stelle ich in aller Seelenruhe mein Zelt auf und da mache ich heute noch ein bisschen Sightseeing, weil die Stadt wollte ich mir mal anschauen. Ja, Gesamtstrecke auch ein bisschen über 200 jetzt, 209, aber ab Haustür. Aber Streckenkilometer sind auch über 200. Ich meine 205 oder so hätte ich, 5 oder sowas hätte ich am Start gehabt. 5 bis 6 und sowas.
So, ich glaube, die ersten Ausläufer von Hannover-Schmünd sind erreicht. Ja, ich bin in Hannover-Schmünd angekommen. Und jetzt weiß ich auch, was da geschliffen hat. Eigenartig. Ich habe es vorher so nicht wirklich gesehen. Ich weiß nur auch nicht, wie das passiert sein kann. Und zwar ist hier die eine Seite der Bremszange nach oben gerutscht. Man kann es jetzt vielleicht hier, da könnt ihr auf den reflektierenden Stück ein paar Gummiabriebspäne sehen und einen halben Zentimeter drunter, da hat er geschliffen. Aber auch nicht ständig. Also irgendwie sonderbar. Aber als ich hier angekommen bin, war auf einmal, ich dachte, was ist das denn? Und ging ganz schwer zu drehen. Deswegen habe ich erstmal hier Taschen abgepackt und nochmal in Ruhe geguckt. Und jetzt habe ich die Zange wieder eingestellt. Also sonderbar. Echt sonderbar. Egal. Dann jetzt mal zum Weserstein und dann zum Campingplatz. Jetzt habe ich doch schon eingecheckt. Ich kam jetzt zufälligerweise direkt am Campingplatz vorbei und dann habe ich gedacht, okay, dann checkst du jetzt erstmal ein. Gehe ich halt gleich zu Fuß zum Weserstein. Ich baue jetzt auch eben nur schnell mein Zelt auf. Duschen werde ich heute Abend. Und dann gucke ich mir mal das Städtchen an. Ganz schön windig hier. Aber wenn ich das richtig sehe, kommt von links die Fulda, von rechts die Werra und geradeaus fließt dann die Weser. Und wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, bin ich am Freitag wieder hier. So, Touristen-Hotspot ist abgehakt. Hier ist ganz schön was los. Hier geben sich die Leute quasi die Klinke in die Hand. Und jetzt sehe ich dann mal zu, dass ich in die Altstadt komme. Wir haben zwar gleich Mittag, ein Hüngerchen hätte ich auch. Ja, das ist die Insel Tanzwerder mit dem Campingplatz. Das ist ja cool. Hier kann man gegen 5 Euro Pfand einen Schlüssel für so eine Box bekommen und in der kann man sein Handy laden. Das finde ich cool.